Vorne ist er treffsicher, hinten packt er energisch zu. Frederik Stüber ist Mr. Zuverlässig bei den Eulen. Und Trainer Benjamin Matschke schätzt die Eigenschaften des Kreisläufers ganz besonders. Freddy ist sehr lernwillig, mit maximalem Ehrgeiz ausgestattet, unter der Woche, sucht oft das Gespräch auch mit mir, um einfach sich zu verbessern, was ich von ihm will, was ich von ihm fordere, versucht er dann einfach eins zu eins umzusetzen. Und dabei ist der 23-Jährige sehr hartnäckig. Dafür muss ich auch viel mit Ben reden, weil der gewisse Anforderungen hat und Sachen von mir erwartet, die vielleicht auch manchmal unausgesprochen sind, und dann muss ich das natürlich ja, vielleicht auch aus ihm rauskitzeln. Während Frederik Stüber die Erwartungen bisher erfüllt, schließlich hat er 10 von 10 Würfe verwandelt, fehlen der Mannschaft aktuell noch die Erfolgserlebnisse. 4 Pflichtspiele, 4 Niederlagen. Und ausgerechnet morgen Abend geht's zum deutschen Meister Flensburg-Handewitt. Unsere Ausgangslage ist relativ leicht. Wir fahren nach Flensburg und jeder erwartet von uns, dass wir dort eine ordentliche Packung bekommen. Gerade weil sie jetzt am Wochenende wieder gegen Kiel gespielt haben, wir gegen Kiel deutlich verloren. Das Warten auf die ersten Punkte hält an. Trotzdem ist Benjamin Matschke mit dem Auftakt nicht unzufrieden. Gefühlt sind wir einfach einen Schritt weiter, vielleicht sogar 2 als zum gleichen Zeitpunkt letzte Saison. Wir haben jetzt natürlich, der Spielplan wollte es so, von den ersten 5 Spielen 4 auswärts. Das ist unglücklich, deshalb wissen wir damit umzugehen, auch mit der Tabellenkonstellation und mit der Punkteausbeute. Aber das passt. Wir steigen uns von Spiel zu Spiel und das wollen wir jetzt auch in Flensburg einen Schritt weiterkommen. Noch ist das Eulenlager einigermaßen entspannt. Denn erst nach dem morgigen Spiel kommen die Partien, in denen Ludwigshafen dann unbedingt punkten muss.